Zu Ende ist die lange Winterpause in der Judo-Bundesliga. Ab sofort geht es auf der Matte wieder um den österreichischen Staatsmeistertitel. Ein Kampf, der einmal mehr Spannung pur verspricht und erneut unter dem Motto steht, alle jagen die titelverteidigenden Volksbank Galaxy Tigers. Zwei dieser Teams stehen sich mit den Gastgebern des Traditionsclubs Judo-Union Reiker-Pinzgau und dem letztjährigen Aufsteigerteam aus Oberösterreich, der Judo-Union Dynamic One, auf der Matte gegenüber. Ein Duell, das es schon 2017 in Runde 1 gab und das damals mit einem 7:7 Remis endete. Diesmal sind die Vorzeichen allerdings andere. Können die Pinzgauer Rangler nach dem Verletzungspech des letzten Jahres, was den Kader anbelangt, doch wieder aus dem Vollen schöpfen? Also ein neues Spiel, neues Glück. Die Saison geht wieder von neuem los. Es wird wieder spannend heuer für uns. Wir sind ja mitten in der Umbruchphase jetzt vor die älteren Kämpfer unter Anführungszeichen zu den Jüngern. Es ist ein Einbauen. Es hat auch bei uns ein Trainerwechsel stattgefunden. Das heißt, mein Sohn der Ruppert übernimmt jetzt das Training mit der ganzen Bundesliga-Mannschaft. Und wir schauen zuversichtlich in die Zukunft, aber es wird trotzdem keine leichte Saison für uns. Eben durch den Umbruch mit jungen, noch unerfahrenen Kämpfern, haben jetzt einmal heuer Zeit, dass da Erfahrung sammeln. Und wir sind guter Dinge, dass wir wieder eine gute Saison hinbringen können. Aber es wird schwer. Die Fans in der neuen Mittelschule Rauris können sich also auf einen spannenden und vielleicht auch schon richtungsweisenden Saisonauftakt freuen. Mit großer Zuversicht gehen aber auch die Oberösterreicher in den Saisonstart. Der erste Bundesligasieg ist nur eines der Ziele. Ja, vorgenommen für die Saison ist einfach wieder der Klassenerhalt. Wir möchten eigentlich weiter in Richtung Final Four arbeiten und einmal schauen, ob wir es heuer wieder schaffen für uns. Das ist eigentlich das ausgegebene Saisonziel. Personalmäßig sind wir ganz gut aufgeschüttet. Also wir haben alle Leute da, wir haben zwar nur einen Legionär mit, aber wie gesagt, die anderen haben brav trainiert. Und wie gesagt, das muss, also haben alle 7 Leute eine Chance, das punkten. Und da schauen wir, dass wir überall zuschlagen können. Im letzten Jahr konnte der Oberösterreicher Philipp Blindinger, er kämpft wie die gesamte Dynamic One-Mannschaft, in Blau übrigens noch nicht punkten. Im ersten Kampf des Abends in der Klasse bis 60 Kilogramm trifft der 24-Jährige auf den Pinzgauer Marcel Pichler. Und Lindinger macht seine Sache in diesem Auftaktkampf ausgezeichnet. Er kämpft sehr aktiv und geht hier mit einer Vasari-Wertung in Führung. Und er zwingt Marcel Pichler auch noch zur Aufgabe. Philipp Lindinger bringt also die Gäste aus Oberösterreich hier wunderschön mit 1:0 in Führung. Eine schwere Aufgabe hat in der Klasse bis 66 Kilogramm der Oberösterreicher Florian Doppelhammer zu lösen. Der 28-Jährige muss gegen den slowakischen Legionär, der Pinzgauer Matej Poljak, seines Zeichens Europameisterschaftsdritter, auf die Matte. Und es entwickelt sich überraschenderweise ein Kampf, der über die volle Distanz geht und somit erst im Golden Score entschieden werden wird. Und im Golden Score macht Florian Doppelhammer alles richtig. Gewinnt diesen Kampf mit dieser Vasari-Wertung und bringt Dynamic One somit gleich einmal mit 2:0 in Führung. In der Klasse bis 73 Kilogramm schicken die Hausherren Thomas Grössinger auf die Matte und er bekommt es mit dem tschechischen Legionär der Oberösterreicher Václav Sedmidubský zu tun und der geht hier gleich einmal mit einer Vasari-Wertung in Führung. Eine Vasari-Wertung, die Thomas Grössinger in der verbleibenden Zeit nicht mehr wettmachen kann. Hier noch einmal die entscheidende Vasari-Wertung in der Wiederholung. Dynamic One führt damit bereits mit 3:0.
Ein Auftakt nach Maß für die Oberösterreicher. Damit liegt es also an Markus Wenberger in der Klasse bis 81 Kilogramm, endlich den ersten Saisonpunkt für die Pinzgauer zu holen. Sein Kontrahent Daniel Hoffmann hat da allerdings etwas dagegen. Und kurz vor dem Ablauf der regulären Kampfzeit gelingt dem Oberösterreicher auch die entscheidende Wertung, eine Vasari-Wertung. Und damit führen die Gäste, die in der Bundesliga noch nie gewinnen konnten, hier bereits mit 4:0. In der Klasse bis 90 Kilogramm schicken die Pinzgauer mit Peter Zilka ihren zweiten slowakischen Legionär auf die Matte. Sein Kontrahent ist Florian Reutzner, der sich gegen den 24-jährigen dreifachen slowakischen Meister zwar wacker schlägt, sich aber schlussendlich geschlagen geben muss. Eine Würgerolle vom Slowaken bringt die Entscheidung. Der erste Punkt für die Pinzgauer ist also im Trockenen. Andreas Sommerer, Hinterpichler auf Seiten der Salzburger und Alexander Willnauer auf Seiten der Oberösterreicher stehen sich dann in der Klasse bis 100 Kilogramm gegenüber. Willnauer geht hier gleich einmal mit einer Vasari-Wertung in Führung. Hier noch einmal in der Wiederholung. Hier eine nächste Wertung, die allerdings erst nach Videostudium gut gesprochen wird. Erneut eine Vasari-Wertung und damit gewinnt Alexander Willnauer diesen Kampf und holt den nächsten Punkt für die Gäste. Im letzten Kampf der Hinrunde, jenem in der Klasse über 100 Kilogramm, trifft Lokalmatador Christoph Meyer auf Matthias Willnauer. Die Entscheidung zugunsten Meyers fällt dann nach etwas mehr als einer Minute. Hier gibt es eine Vasari-Wertung. Diese wird nach Videostudium allerdings korrigiert auf eine Ippon-Wertung und damit liegen die Salzburger zur Pause nur mehr mit 2:5 zurück. Die Gäste aus Oberösterreich brauchen also nur mehr 3 Punkte, um den ersten Bundesligasieg der Vereinsgeschichte zu fixieren. Sieg Nummer 1 möchte natürlich einmal mehr Philipp Lindinger in der Klasse bis 60 Kilogramm unter Dach und Fach bringen. Doch diesmal ist es der Pinzgauer Marcel Pichler, der diesen Kampf in der Klasse bis 60 Kilogramm vorzeitig mit Ippon entscheiden kann und die Salzburger somit wieder auf 2 Punkte heranbringt. Mit Spannung blicken die Zuschauer in Rauris damit auf den Kampf in der Klasse bis 66 Kilogramm. Hier trifft der slowakische EM-Bronzemedaillengewinner Matej Poljak erneut auf Florian Doppelhammer. Und wie schon in der Hinrunde hat der Legionär der Pinzgauer gegen den 28-jährigen Oberösterreicher das Nachsehen. Eine Vasari-Wertung bringt die Entscheidung. Florian Doppelhammer also mit 2 Punkten einer der, wenn man so will, Matchwinner der Oberösterreicher. Damit kann also der Tscheche Václav Sedmidubský in der Klasse bis 73 Kilogramm für die Oberösterreicher zumindest das Remis schon unter Dach und Fach bringen. Und der tschechische U21-Nationaltrainer hat gegen Thomas Krössing auch keinerlei Probleme. Nach einer ersten Vasari-Wertung macht er kurz vor dem Ende mit einem Festhalter alles klar und er gewinnt und holt sich damit seinen 2. Sieg und den 7. Punkt für die Oberösterreicher. Damit kann die Entscheidung in diesem Auftakt-Bundesliga-Duell, also schon in der Klasse bis 81 Kilogramm,
gefallen. Daniel Hoffmann trifft hier auf Markus Wimberger. Ein Kampf, der zwar erst im Golden Score entschieden wird, aber zugunsten der Oberösterreicher mittels einer Vasari-Wertung. Und somit steht der erste Bundesliga-Sieg der Oberösterreicher fest. 8 Siege haben sie schon zu Buche stehen. In der Klasse bis 90 Kilogramm stehen sich dann Andreas Sommerer, Hinterpichler und Johannes Kastinger auf der Matte gegenüber. Und einmal mehr sind es die Oberösterreicher, die jubeln können. Kastinger hält hier Andreas Sommerer, Hinterpichler, am Boden fest und gewinnt diesen Kampf in der Klasse bis 90 Kilogramm mit Ippon. 9:3 führen die Gäste damit vor den beiden abschließenden Kämpfen in den schweren Gewichtsklassen. In der Klasse bis 100 Kilogramm hat der slowakische Legionär Peter Zilka dann relativ leichtes Spiel mit Alexander Wilnauer. Zilka, der im ersten Kampf ja noch eine Gewichtsklasse tiefer gekämpft hat, macht hier einen schönen Angriff, den er mit Ippon abschließt und sichert den Pinzgauern damit einen weiteren Punkt. 4 Siege haben die Salzburger jetzt also geholt. Und im letzten Kampf des Tages hat jetzt noch einmal Christoph Meyer im Duell gegen Matthias Wilnauer die Möglichkeit für die Gastgeber hier in der neuen Mittelschule Rauris zu punkten. Ja, Wilnauer hält zwar gut dagegen, aber Christoph Meyer macht hier den Sack mit einer Ippon-Wertung zu. Pinzgau verliert diesen Bundesliga-Auftakt, aber trotzdem doch deutlich mit 5:9. Eine etwas überraschende Niederlage des Salzburger Traditionsvereins. Ich glaube, wir haben halt Licht und Schatten gesehen bei uns, aber ich muss sagen, mit der Leistung von den Jungen, speziell vom 60er, vom Pichler Marcel und vom Grüssig Thomas, kann man sehr zufrieden sein. Wimberger Max hat zwei super Partien gemacht gegen einen Vizestaatsmeister, immerhin eine Gewichtsklasse nach oben kämpft. Leider hat uns der 66er, unser Legionär, ein bisschen an Hund reingehauen mit den zwei Punkten. Wenn wir letzte Punkte gemacht hätten, hätte die Sache sicher anders ausgeschaut, aber wir haben letztes Jahr schon gesehen, dass er da Schwierigkeiten hat gegen Florian. Aber ich sage, im Großen und Ganzen war es wahrscheinlich nicht unsere beste Leistung, die wir heute gebracht haben. Ja, ganz gut gelaufen heute. Wir haben es schon erhofft oder in unseren Träumen haben wir das schon irgendwann schon mal geträumt, dass wir mal einen Bundesliga-Sieg machen. Heute ist es Gott sei Dank einmal wahr geworden. Heute war es Glück auf unserer Seite und das gefällt mir für die Burschen, weil sie wirklich super trainieren und weil es einfach auch alles dafür dann. Das ist super gewesen. Mit dem 9:5 Erfolg in Pinzgau jubelt die Judo-Union Dynamic One also über den ersten Bundesliga-Erfolg der Vereinsgeschichte. Die weiteren Ergebnisse: Flachgau gewinnt gegen Aufsteiger Reichramming mit 11:3. Das UJZ Mühlviertel gewinnt das Oberösterreich-Derby gegen Wels mit 8:6. Und die Galaxy Tigers und Wimpassing trennen sich mit einem 7:7 Remis. In der Tabelle liegt Flachgau punktegleich mit Dynamic One und dem UJZ Mühlviertel auf Platz 1.